Schriftzeichen sind in einen Stein geritzt. 10 starke Wächter kontrollieren den Sand. Der lahme Tome geht Wasser holen. Fort für alle Ewigkeit. 9 starke Wächter kontrollieren den Sand. Lovivia macht einen Umweg. Fort für alle Ewigkeit. 8 starke Wächter kontrollieren den Sand. Der kleine Chapa mag große Zahlen. Fort für alle Ewigkeit. 7 starke Wächter kontrollieren den Sand. Alec und Aloja spielen in den Ruinen. Fort für alle Ewigkeit. Ja, das sind 2 Serien gewesen. 5 starke Wächter kontrollieren den Sand. Vertula sehnt sich nach dem blauen Licht. Fort für alle Ewigkeit. 4 starke Wächter kontrollieren den Sand. Lobeira wurde eingeschlossen. Fort für alle Ewigkeit. 3 starke Wächter kontrollieren den Sand. In der Stunde Hitze verlässt der Bewohner das Loch. Isaiah philosophiert. Fort für alle Ewigkeit. 2 starke Wächter kontrollieren den Sand. Der wissbegierige Elio ist auf Reisen. Fort für alle Ewigkeit. 1 starke Wächter kontrolliert den Sand. Freyle stellt sich immer hinten an. Fort für alle Ewigkeit. 10 starke Wächter kontrollieren den Sand. Niemand wacht mehr über das Sand. Der schützende Sand ist verschwunden. So, damit gehört uns das Kaktortal. Da vorne ist der Weg. Genau. Da vorne. Jetzt können wir hinein. Das ist sehr schön. Damit haben wir diese Sidequest schon mal erledigt. Was natürlich sehr gut ist. So. Gehen wir mal nach unten. So, da ist eine Kiste. Mit dem Venus-Siegel. Schöne Sache. Easy as pie. Ja, klauen. Ne, das ist ja Tidus. Das ist ja Tidus. Yeah! Ihn müsste man heilen. Wegen der Waffe. Da ist noch die zweite Truhe. Mit einem Freundsferoiden. Yay! Das war's. Ich hab's geschafft. Okay, gut, dann mach ich gern mit. Raub. Du kannst einfach mal abgeben. So, zu Tidus. Sollte, glaube ich, gleich reichen. Nicht ganz. Scheiße. Ja, vielleicht sollte man ihn noch aufladen. Wegen der Ekstase. Aber ich kann ja auch gleich versuchen zu fangen, also muss ich es gar nicht. So. Monty ist ausgefangen. So, da hinten ist nichts mehr, wie ich sehe. Also kann ich genauso gut nach oben gehen. Und zum Speicherpunkt zurück und dann ganz zurück. Bevor ich dann die nächste Quest in Angriff nehme. Ha ha ha. Jetzt gibt's eine Energie-Regel. Geht doch.
er lernt es immer noch nicht. Es dauert so lange, bis er es endlich lernt. Wieder eine Waffe erhalten. Das ist ein Schiffzeichen. Vorsicht, Sandsturm. Ja, nicht mehr. Die Quest ist erledigt. Oh, da ist ein Kaktor. Einfach so mal aus dem Nichts erschienen. Ein Kaktor. Das war so klar. Okay, dann mal wieder die Phönixfeder. Komm, triff endlich. Dankeschön. Alright. Oh, falsch. Auf zum Speicherpunkt. Ist schon lange hin. Ich dachte schon, dass noch ein Monster kommen muss. Oder mehrere. Zuerst mal benutzen, neue Bettmedizin. Und sie nämlich eh gleich wieder klauen. Oh yeah! Shit, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ist ja wurscht. Mach's eben auf diese Art. Strecken muss. Dafür 7 High Potions bekommen. Die ich sowieso schon verbraucht habe. So, komm, Speicherpunkt. So, zu ihm klauen. Wow, komm, mach. Egal. No time to waste. Let's go. Okay. Da mit dem Speicherpunkt. Zurück zum Flugschiff. Und auf dem Flugschiff weichen wir dann mal. So, Spielstand wird beschrieben. Sehr schön, da habe ich es geschafft. Okay. Ich nehme momentan ein bisschen mehr als eine Stunde auf. So, noch eine Stunde werde ich sicher anhängen, bis um 11 Uhr. Weil heute gehe ich noch an ein Konzert. Und zwar das Black Sabbath Konzert. Am Freitag. Juhu. Okay. Damit ist diese Quest erledigt. Schauen wir mal an Ausrüstung. Also das können wir gleich mal beim Zerobert ein bisschen weitermachen. Warum eigentlich nicht? So. Rikulent Retardhieb. Bei Orn geht's auch ein bisschen weiter, wird jetzt schneller und das kann er sehr, 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 sehr gut gebrauchen. Der Orn muss schneller werden. Tidus kann sich gleich 2 bewegen. Mit Stärke im Angriff. Das ist immer sehr nützlich. So. Viel gestiegen. So, schauen wir die Items an, wichtige Items. So, damit haben wir die Solarmarke und das Solarsiegel, die Lunarmarke und das Lunarsiegel, die Saturnmarke, aber noch kein Siegel. Für Bug habe ich noch gar nichts. Also, was ist das? Saturn, Merkur, Mars, Venus. Keine Jupitermarke und kein Jupiter-Siegel. Oder nein, umgekehrt. Für irgendjemand anders. Für Kimari, glaube ich. Oder auch nicht. Nein, nein, nicht für Kimari. Für wen nur? Mann, Mann, Mann.
Also Solar ist auf jeden Fall Tidus. Luna ist Yuna. Saturn ist Orin. Merkur ist, denke ich, es müsste Wacker sein. Mars müsste Lulu sein und Venus ist ganz klar Riku. Bei ihr kann ich jetzt das Siegel auch, also die Waffe auch, gleich bauen, wenn ich will. Aber ich denke, ich werde noch eine weitere Marke. Soll ich wo kriegen? Schauen wir mal an. Nein, das ist tatsächlich die Jupiter-Marke und die muss ich auf dem Gaga-Set suchen. Ach komm, die werde ich jetzt noch kurz suchen. Wäre natürlich schön, wenn ich noch irgendwie eine Ausrüstung bauen könnte oder Null Monster wäre, aber das ist dann zu viel verlangt. Also gut, erkunden wir halt nochmal den Gaga-Set. Diesmal flüchten wir auch so viel wie möglich vor den Kämpfen. So, Berg Gaga-Set. Here we go! Irgendwo muss hier also die Jupiter-Marke sein. Der Vorsprung. Das ist Bergtor. Gebirgspass vor Gebirgshöhle. Ich würde mal sagen, vor der Gebirgshöhle. Nicht ganz drin. Es ist drin. Verdammte Kacke. Hä, wo bin ich hier? Ah, hier, okay. Gehen wir wieder zum Bergtor, ich habe keine Lust hier zu sein. Das ist nicht der Vorsprung. So. Gehen wir Gebirgspass. Jetzt müssen wir ein bisschen umschauen. Okay, Spezial und Schieß. I won't go so easy on you next time. Ich habe wirklich keine Lust zu kämpfen momentan. Okay, da ist nichts. Da müsste es runtergehen, wenn ich mich irre. So, Hitzestein. Tschüss. Live and let live. Das ist auch nichts. Oh Mann. Von dem kann ich nichts gescheit klauen, aber von diesem Bomber hier. Tschüss. I'll be right back. So, wenn ich hier nach oben gehe, kommt bald der Speicherpunkt. Jetzt bin ich schon ein bisschen zu weit, habe ich das Gefühl. Easy as pie. Okay, was kann ich ihm klauen? Traumpuder. Ganz gut. I won't go so easy on you next time. Natürlich ganz gut, wenn ich immer noch was klauen kann. So. Oh Mann, kommen viele Monster hier. Lebensquelle. Live and let live! Je mehr ich natürlich klaue, desto mehr Items habe ich dann für den Umbau und das ist auch ganz gut. Bis dieses Scheißding hier endlich angekommen ist, sind 2 Jahre vergangen. I won't go so easy on you next time. So, gut suchen. Irgendwo muss halt eine Kiste sein, mit der Jupiter-Marke. Dass ich die übersehen habe.
I'll be right back. Dass ich die übersehen habe. Naja. Nicht gleich so tragisch. Okay, da müsste noch irgendwas sein. Sieht zumindest so aus, als ob. So. Live and let live! Ah, diese Kiste habe ich. Zwei Kisten. Habe ich vergessen. Ape Spheroid. Geil. Und ein Level 4 Spheropass. Aber wir haben noch keine Jupiter-Marke. Aber das sind Sachen, die kann man sehr gut gebrauchen. I won't go so easy on you next time. Wo ist denn die Jupiter-Marke? Ernsthaft? Wo? Geht's hier noch weiter? Scheint noch weiter zu gehen, irgendwie. Oh man, das ist. Also irgendwie das mit den Monstern, das ist echt ein bisschen krass. Hier scheint es wirklich sehr häufig. Live and let live! Ah nein, doch nicht, schade. So, dann weiter. I won't go so easy on you next time. Okay. Dann suchen wir weiter. So, was ist das? Oh, Hinterhalt. Ja, klauen. Und tschüss. I'll be right back. Da ist nichts. Und hier scheint wirklich Thundermeer, diese Scheißmaske. Den gab ich immer sehr, meinte ich natürlich. Es dauert immer so 2 Jahre, bis der endlich mal auf der Bildfläche erschien. Live and let live! Die Frequenz an Monstern ist jetzt echt übertrieben langsam. I won't go so easy on you next time! Irgendwo muss ja das sein. I won't go so easy on you next time. Ich meine, da hinten wird auch nichts sein, denke ich. Nein, da ist nichts. Live and let live! Ja, schon gut, schon gut. Verdammt, wieso kommen so viele Monster? Das ist jetzt echt unglaublich langsam am Stick hier. Komm, geh auf die Kiste. Das ist auch gut. Auf Tidus, auf Tidus, auf Tidus. Oder auch nicht. Du auf Tidus. Nein. Schlecht macht ihr das. Schlecht macht ihr das. I won't go so easy on you next time. Okay. Komm, macht ein bisschen vorwärts hier. I won't go so easy on you next time. Jo, so. Jetzt echt auf die Seite reicht, das habe ich gar nicht gewusst. Ganz vergessen. Also. I'll be right back. Das geht tatsächlich so. Okay.
sich echt umschauen, jeder. I won't go so easy on you next time. So, dann krieg ich so lange, ey. Ich möchte nur Monster haben, das wäre jetzt wirklich ganz toll, ganz, ganz toll. Aber hier habe ich zu wenig Ablutionssalze. Ich finde, das braucht. Okay, das ist nichts. So, verdammt. Victory is ours. So, wenigstens ein paar Fender hat Bärmedizin geklaut. So, bist du auf Geschichte? Gehen wir wieder nach oben. Schauen noch ein bisschen weiter. Wenn es geht. Und wieder hier. So, T6-Starts ist wieder voll. Es geht einfach nicht wirklich weiter, so. Ja, also, ja, ich hab's falsch gesehen. Vielleicht bin ich zurückgerannt. Einfach sowas von nicht. Ah, komm, mach gleich noch Ekstase. Nein, ein Beating. Damit müssen die schon Geschichte sein. Ja, endlich! Blitzballgott! Ja! Endlich! Endlich geschafft, Blitzballgott erlernt. Okay, gehen wir wieder runter. Halt eben, weil sie nichts bringt. Ich werde euch bis bald Gott noch zeigen. Und dazu muss ich jetzt zuerst mal einige kaputt machen hier. Okay, nichts mehr geklaut. Kannst noch abgeben. Ja, die 6 Stars ist schon fast voll. Komm, Regen. So, nochmal angreifen. Jetzt noch nicht tun, ich will es einfach so. Hold ya! Triumph erlernt, schön. So, weit und so. Jetzt habe ich zumindest mal die Ekstase aufgefüllt, ich werde es jetzt noch nicht zeigen. Also eigentlich wollte ich das zeigen, aber vielleicht dafür einen relativ starken Gegner. Weil diese Ekstase recht viel bringt. Okay, ja. Jetzt kann ich's machen. Okay, ich zeig's euch mal so. Too late to beg for mercy! Das ist die stärkste Ekstase. Also viermal ein Schlag von 1300, dann kommt noch dieser Ball. Der relativ viel zu treffen ist, aber dafür bringt es nochmal 9000.
im Endeffekt hat es jetzt ganze 20.000 abgenommen. Was ja relativ viel ist. So. Damit habe ich das eigentlich jetzt auch gezeigt. Damit kann ich einfach nur noch fliehen. Das ist schön. Mann, ist da echt nichts? Wo findet man diese scheiß Truhe? Mann, echt? Such doch nur die scheiß Truhe. Ist so schwer. Ja, braucht nicht. Da ist nichts. Ja, da habe ich schon geöffnet. Verdammt, kommen hier viele Monster. Ey, ernsthaft? Das ist jetzt echt übertrieben, so langsam, aber sicher. I'll be right back. Ach, da oben ist eine. Verdammt, bin ich denn blind oder was? Ich wette, das ist die Jupiter-Marke. Aber es ist gut, dass ich den ganzen Weg abgelaufen bin. Natürlich, kurz vor der Truhe kommen noch ein paar Gegner. Lebensquelle kann man auf jeden Fall immer brauchen. Live and let live. So. Nein, 20.000 Kill, ich muss noch weiter suchen. Scheiße. Ist das nervig. Aber ja. I won't go so easy on you next time. Bin ja bald fertig. So, hier nach oben kann ich jetzt auch, ja? Ich bin auch nach oben hier. Aber da ist offenbar keine Kiste. Mann, ihr nervt. Wisst ihr das? Ihr nervt. Es kommen einfach so viele Gegner. Live and let live. Normalerweise ist das ja gut, aber wenn ich natürlich etwas suche, dann finde ich das nicht so toll. Findet man nichts mehr. Schade. Kommt blau was. I won't go so easy on you next time. Ich glaube bald, dass ich sobald wirklich genug Hitzesteine beisammen habe.